Ja, komisch. Nee, ertrinken, kleines Huhn. Signal, Flex und Chips. Du wirst es bei uns gut haben. Ah, warte mal. Ah, eine Mermaid war das. Oh, so süß. If a player's ship was, oh, recently sunk. Hilfe. Ich werde angegriffen. Oh, warte, 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 ich komme, ich habe es. Okay, die sind weg. Für Player. Skelette oder was? Ja, ja, ja. Recently sunk using will teleport the player to the outpost or islands where their ship has respawned. Using a mermaid will drop any environment items the player is carrying, such as treasure chest, gunpowder. Ja, die teleportieren dich nur zu deinem Schiff, mehr machen die nicht. Aber unser Schiff, oder ist unser Schiff gesunken? Hatte das vielleicht ein Leck, weil wir auf Land gelaufen sind und ist dann gesunken und. Aber das. Hä? Ja, nee, oder? Keinen Sinn. Nee. Auf jeden Fall. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Ja, ich eigentlich auch nicht. Auf jeden Fall machen sie nicht mehr. So, hast du das Huhn aufs Schiff gebracht? Ja. Okay. Unten am Kartentisch steht. Ja. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Muss man's ja auch nicht. Stell's doch ans Deck, da hat's frische Luft. Ja, ich weiß, hab ich mir auch schon überlegt. Okay, also gucken wir jetzt hier nochmal weiter rum. Also eigentlich, nee. Wir haben eigentlich schon überall geguckt. Ja, eben. Also da steht's ja drin, da steht eigentlich drin, wenn das Schiff gesunken ist, dann teleportieren die dich wieder dahin, wo es gespawnt ist. Und ich weiß jetzt aber nicht, warum wir jetzt hier hingekommen sind, weil ich eigentlich denke, unser Schiff ist nicht gesunken, aber naja. So, ich fahre da mal weg, ne? Okay. Tschö. Tschüssi. Mit Huhn. Oh nein. Hörst du mich gut oder hack ich ab? Nee, ich höre dich gut. Okay. Na, aber manchmal spinnt's trotzdem irgendwo. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Ich bin so gelaufen, so einen Berg runter und auf einmal kam ein schwarzes Schwein mir entgegengerannt. Schwarzes Schwein? Ja. Und du erschrickst dich vor schwarzen Schweinen? Ja, weil das auf einmal da war. Ich sehe dich Schweine jagen da hinten. Ja. Und das ist so süß. Schade, dass wir das Schwein mit, also die Schweine hier mitnehmen können. Also ich weiß nicht, ob man die auch in so Kisten mitnehmen kann. Ich weiß auch nicht, was das jetzt mit diesem Huhn machen. Es gackert und flattert hier unten rum und... Ah. Oh, süß. Naja, gut. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall... das war Carnacle Bay oder sowas. Oder Carnacle Cay. Barnacle Cay, so. Wir müssen dorthin. Und das heißt, wir müssen jetzt den ganzen Weg hier. Oh, na super. In das Richtung. Ist ja echt blöd, also. Ja, in Richtung Osten fahren. Oh, falsch. Naja. Naja, machst du nix. Nee. Vielleicht sterben wir auf dem Weg dahin. Das in könnte Richtung sogar durchaus sein. Osten, das Schiff ist natürlich nach Richtung Westen gedreht. Naja, oh Schuss, Hühnerinsel. Toll, die ganze Zeit Gacker jetzt da unten. Das ist doch süß. Vielleicht macht es uns ja auch mal ein paar Eier. Spiegeleier? Ja. Ja, ich denke, das passt.
So, es kann nur sein, dass wir an der einen oder anderen Insel vorbeischippern müssen, die da auf dem Weg ist. Hm. Aber da anhalten bringt ja dann auch nichts. Nee, wirklich, nee. Das ist ja echt blöd, dass wir so weit hinten gespawnt haben. Ja, oh oh. Geh mal auf den Ausguck. Ja, langer Weg, wa? Ja, ein bisschen, ne? Und ist bis jetzt auch alles safe. Okay, das sind doch gerade Schüsse, oder nicht? Also zumindest sehe ich hier nichts. Bloß Inseln? So, ich glaube, das Schiff bleibt auf Kurs. Dann kann ich hier auch mal ein bisschen rumgucken. Ach, immer wieder falsch. Eigentlich müsste ich das mal umdrehen. Was? Das E und das Q. Da drücke ich immer falsch. Ich finde das verwirrend, dass E die Karte ist, obwohl du die eigentlich seltener brauchst als die Gegenstände. Aber E ist halt sonst so, immer ja, benutzen. Stimmt. Warte mal, mache ich mal eben. Tastatur und Maus. E wird Q und das wird E und dann müsste es passen. Ja. Besser. Sind wir noch auf Kurs? Nee. Obwohl, wir steuern da zwischen diesen Inseln durch. Das geht schon. Ist hier nix. Nö. Warte, warte, warte. Nee, lass das ruhig mal unten. Das, umso schneller sind wir. Oh, oh. Es kommt direkt ein Stein. Felsen. Kommt direkt auf uns zu. Oh, da rechts sind Türme drauf. Da könnten auch Skelette drin hocken. Aber naja. Hier haben wir unser Huhn. Genau. Da sind wir sicher. Greifen die uns nie an. Das ist ein Voodoo-Huhn. Sailor Not Stronghold. Also vor uns kommt auch direkt noch ein kleiner Felsen. Ja, ich sehe den so leicht links am Mast vorbei linsen. Wir sind auch zu weit nach Süden. Das heißt, ich muss dann jetzt gleich mal irgendwie so in die Richtung, schätze ich. Kannst mal kurz unten die, checken, ob wir noch so in etwa auf Kurs sind. Boah, jetzt bimmelt die Kirche da draußen. Stügel nach links. Warte, warte, warte. Genau, und jetzt gerade drauf zu. Ganz immer sicher. Ist noch weit? Ja, es ist noch ein Stück. Wir haben noch gar nicht so viel geschafft, tatsächlich. Ach, toll. Boah. Naja, nächstes Mal wissen wir Bescheid. Ja, da helfen wir niemanden mehr. Nee, nee. Ich glaube, die braucht auch keine Hilfe, wenn das eine Meerjungfrau war. Eine sehr hässliche, nebenbei bemerkt, aber... Was? Ich habe mir die immer anders vorgestellt. Obwohl, wo war das? Bei Fluch der Karibik? Nee, das war nicht bei Fluch der Karibik. War das da? Im vierten, ne? Da kamen doch auch diese Meerjungfrauen. Aber die waren da nett oder so, ne? Ja, die waren nett. Die waren nett, ja. Irgendwo war das aber auch. Oder war das hier irgendwie Percy Jackson oder sowas? Ich weiß es nicht. Da war das so richtig fiese Monster, die eigentlich nur so aussahen wie so sexy Frauen und dann aber, sobald die ihre Beute angelockt hatten, zu so richtig fiesen Dingern wurden. Oder war das doch Pirates of the Caribbean? Ich weiß es nicht. Plunder Valley. Guck mal, hier ist übrigens grüne Schrift. Oh, also oben grünes Symbol. Merkst du das? Das ist das Huhn. Hat das was zu bedeuten, ob das jetzt rot oder grün ist? Ist das jetzt hier so ein freundliches Island? Das kann vielleicht auch sein, das Rot.
nicht. Ich sehe aber keine Gebäude. Oh, nein, es ist kein freundliches Island. Autsch! Oh. Alter! Alter, das kam mir direkt ins Gesicht. Oh. Nein! Oh nee, das kam. Wo schießt du denn hin? Wir werden nicht von den Palmen das, angegriffen. Das kam mir direkt ins Gesicht. Ja, mir auch. Direkt ins Gesicht. Boah. So, jetzt haben wir Wasser hier drin. Echt? Ah, ja. Und das wo kipp ich denn das jetzt hin? Mach mal die, ach, ich kann ja selber. Warte. Warte mal, wie kann ich denn jetzt die? Ah, okay. Muss man hier noch was machen dann mit dem? Muss man hämmern? Keine Ahnung, eigentlich nie, oder? Nö, ne? War einfach drauf. Oh Gott, das Huhn! Naja. Ach so. Ach, das war's schon. Ach, alles weg? Also zumindest kann ich nichts mehr auf. Nee. Sammeln, nö. Ach, gut. Naja, okay. Schwein gehabt. Eieiei. Ach Gott, ey. Das war ja wirklich. Fein, ich drehe mich um und in dem Moment kommt voll die Kugel auf mich zu. Das war. So, warte mal, sind wir eigentlich noch richtig? Ach, du guckst schon. Mich hat's immer vom. Nee, wir müssen jetzt einfach geradeaus nach Osten. Okay. Okay. Das krieg ich hin. Huch, ach man, das leckt manchmal so blöd. So, ich dreh schon mal. Du kannst ja mal die Segel runterlassen. Weil wenn wir erst die Segel runterlassen und ich dann drehe, dann machen wir so einen unnötigen Schlenker. So, jetzt sind wir auf Kurs hier. Und kam das von der Insel oder ja. Hat uns die, also war ein Schiff, ja. Nee, Insel. Ist grüne Schrift, muss bestimmt freundlich sein. Patsch, Kugel in die Fresse. Und bäm. Ach Gott, ey. Nee. Ich hab da einfach drauf losgeballert. Nee, schon wieder grün. Oh, guck mal, ist grün. Ist bestimmt freundlich. Was ist denn hier die Schickeneil? Das kleine Popelsding, ne? Ist ja übelst kleine. Ja. Die werden uns ja jetzt wohl nie angreifen. Nee, das sind auch, glaube ich, dann eher so die mit diesen Türmen da drauf, weil die Kugeln kamen von diesen Türmen. So. Genau, eigentlich bloß gerade. Geradeaus. Okay. Geradeaus krieg ich hin. Nein. Guck mal, Huhn. Oh. Guck mal, Huhn. Zeigst du jetzt dem Huhn das große Meer? Ja. Oh. Aber das gefällt ihm nicht so. Nee. Nee, da hat er gerade gemeckert. Gegaggert. Gegeckert. Ja. Gegeckert. Der will lieber hier drinnen sein. Mann, das sind wir aber doch gut davon gekommen. Ja, das war. Guck mal, hier ist wieder so Fässer schwimmen hier wieder. Snake Island. Ah, da müssen wir mal dran vorbei. Genau, immer geradeaus. Da kommt aber dann nochmal eine Insel direkt. Gerade hin jetzt.
Und die müssen wir aber bloß noch umgehen und dann kommt die nächste gleich. Okay, gut. Nicht mehr so lange. Oh. Und bloß nicht mehr mit Meerjungfrauen quatschen hier. Nie wieder. Nee. Die sind mir jetzt suspekt. Sollen sie sich kümmern. Aber ich frage mich echt, ob unser Schiff kaputt war. Vielleicht hatten wir echt ein Loch unten drin, das vollgelaufen und gesunken oder so. Und dann ist die da gespawnt. Ich weiß es nicht. Was macht der das Kurs? Ich sein. Sehe links von uns eine Insel. Ich sehe aber auch rechts von uns eine Insel. Ein kleines Stück nach rechts. Noch ein ganz kleines Mühe. So? So. Genau. Jetzt steuern wir darauf zu. Obwohl noch ein ganz, ganz kleines Stück nach ja, rechts. Ja, das Meer zieht mich irgendwie auch nach links. Ja? Wir steuern noch einen Sturm rein. Ja. Genau, und jetzt kommen wir dann eigentlich gleich drauf zu. Da ist ein Schiff. Wo? Rechts. Aber ich glaube, das liegt vor Anker. Oder? Ja, ist das ein Wrack? Nö, müsste eigentlich ein Schiff. Nee, ist ein Schiff. Okay. Ja, wahrscheinlich ist da gerade auch eine Gruppe von Piraten unterwegs. Ja, aber dort hinten ist auch ein großes Schiff, so wie es aussieht. Wo? Hinter dir. Aber. Warte, ich hab's auch verloren. Aber das ist weiter hinten. Ich hab's ganz schlecht gesehen. Okay. Was macht der Kurs? Ich sehe nichts mehr. Ja, ich gucke. Norden ist doch falsch, oder? Ja. Nee, ganz weit nach rechts jetzt einlenken. Ich hat's ein bisschen nach links gezogen. Ja. Noch ein Stück, noch ein Stück. Und genau jetzt drauf zu. Okay, dann muss das die da sein, alles klar. Ich kann auch mal fahren, wenn du willst. Ja, können wir gleich mal machen. Im Moment ist ja alles gut hier. Feier. Genau. Ist nicht mehr weit und wir kommen direkt drauf zu. Ja, die sieht man ja da hinten schon. Genau. Ist ja schon am Horizont zu sehen. Krieg. Das Fernrohr. Ja, mal gucken, ob hier irgendwas ist, oder? Hier das mal wieder abgeknallt werden. Ja. Ich glaube sogar so ein kleines Schiff, da kannst du 3-4 Mann locker drauf beschäftigen, ne? So. Während der Fahrt. Das stimmt. Vor allem in Kämpfen, dann Segel immer und Ausguck oben einer und einer halt steuern, natürlich. Der andere dann vielleicht in Notfällen, also für die zwei Kanonen natürlich, aber auch in Notfällen unten dann Wasser schippen und Planken drauf nageln und genau. Sowas. Ja, gerade wenn es wirklich mal schnell geht, wenn dich da irgendwas von allen Seiten zubombt, ist das schon gut, wenn es ein paar mehr Leute sind. Ja, ich frage mich, ob die irgendwann auch mal so Flotten, dass du halt sowas wie Gilden hast, nur dann halt Flotten oder so und dann richtige Flottenkämpfe stattfinden. Das wäre ja auch spannend. Das wäre spannend, ne? So, Barnacle Cay, endlich. Ist ja nicht so, dass wir hier schon mal gewesen wären. Okay, wir müssen jetzt langsam wieder dann, Ja. Genau. So, kann ich einen Anker schon machen? Ja. So. Es knarzt schon wieder so gefährlich. Oh, siehste? Hier unten ist nämlich ein Leck. Nein, nicht, ich will. Noch eins.
Das ist nämlich uns eben auch passiert. Was machst du denn? Hast du das Wasser gerade wieder unten reingekippt? Ja. Ja. Das ist uns eben auch passiert. Wir sind dann nämlich irgendwie auf so eine Sandbank gelaufen. Und ja, das Schiff ist gesunken und dann... Oh. Ne, dann sind wir nämlich... Da war das weg und dann kam das Ding da zurück. Ah ja, okay. Hm. Ich trau dem Braten hier aber gerade noch nicht. Wo bin ich denn draufgefahren dann? Unten ist jetzt alles Taco wieder, ne? Genau. Ja. Obwohl, das klingt mal, als ob wir auf Wasser laufen würden. Aber hier ist ja nichts mehr. Nö. Nö. So. Naja. Oh oh. Was denn? Da hinten wird gekämpft. Ach ja. Oh, scheiße, am Ende sind wir nur die Nächsten, die jetzt hier dran sind. Ja komm, dann lass uns schnell irgendwie versuchen, dieses Ding zu finden. Wir müssen auf jeden Fall ans südliche Ende. Also da hinten. Wir sind am südlichen Ende. Ah. Okay, na dann müsste das ja... Oh weia, ey, das Wetter. Ja, scheiße. Das hier ist doch aber dieser Stein, der da unten liegt, ne? Ja, oh, wir sind schon richtig. Das heißt, hier... Zack, Kapsel. Ich wollte gerade sagen, das müsste doch aber eigentlich hier sein. Sehr schön. Sehr gut. So. Was machen die Schiffe da hinten? Die stehen noch. Das eine sieht aus, als hätte es sich zu uns gedreht. Ja. Schnell weg. Ja, ich muss noch die Truhe verstauen. Huch, ach, es hängt schon wieder. Warte, ich guck mal eben kurz. Nee, es steht nicht zu uns. Ah, okay. Aber das Feld ist tot. Wahrscheinlich. Ja, es war ein kleines. Die können uns aber auf jeden Fall sehen. Ja. Ich weiß nicht, wir können jetzt eigentlich bloß noch schnell weg. Ja, ja. Lass mal abhauen und dann orientieren wir uns neu. Wieso kann ich mich nicht mehr drehen? Achso, wir brauchen Segel. Obwohl, ist es weg? Nee, da ist es. Schon gut, vergiss es. Oh oh, Röms. Ach, scheiße. Guckst du mal bitte unten. Das kommt um. Wir werden bestimmt wieder volllaufen. Ja. Das, was du repariert hast, ging wieder kaputt. Ah. Ja, siehst du mal meine Reparaturkünste. Hm. Ohne Worte. Ich fahre jetzt einfach erstmal nur weg. Genau. So, hier unten ist wieder in Ordnung. Schiff sehe ich auch nicht mehr. Barnacle Cave? Da kommen wir gerade her. Hier noch. So. So. Wir sind erfolgreich entkommen. Ja. Es sah so aus, als würden die gerade wenden. Mm. Das war mir auch ein bisschen zu
Riskant. Hey. Da hier ist kein Loch mehr drin, aber irgendwie wird das Wasser nicht weniger. Ach, Scheiße. Was macht der denn? Da ist ein Schiff, aber ein kleines. So. Du sagst jetzt, hier unten wird das Wasser nicht weniger. Hm. Nee. Siehst du irgendwo noch ein Leck? Moment. Also ich tue ja schon die ganze Zeit. Hier. Ah, okay, jetzt habe ich nicht gesehen. Also um deine Frage zu beantworten, ja. Es war noch ein Leck. Hallo. Wie viel einfach. Ist ja eben. Eins. Wird echt nie weniger. Nee. Das Huhn ist auch schon ganz aufgeregt. Ja, eben. Wer weiß, was uns das mitteilen will. Mein Gott, das hängt hier schon wieder so eklig. Ja. Wir müssen doch noch irgendwo ein Leck haben hier. Du kannst mir nicht erzählen, dass das... Oder kippen wir ja, das immer wieder rein, aber nee, ne? Eigentlich nie. Hä? Das wird nicht weniger. Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn? Aber ich habe gerade geguckt, wir haben hier nirgendwo ein Leck. Ist eigentlich alles noch so wie... Tja. Irgendwie reparieren? Nee, muss man auch nicht. Aber der leuchtet dich ja adlig, wenn du jetzt hier... Adlig? Schmeißt du das auch immer so, dass es dann platzt, wenn es hinten im Wasser ist? Weil ich habe ein bisschen die Vermutung, dass es vielleicht, wenn man nicht so ganz an die Reling geht, dass es dann irgendwie hier landet eigentlich oder so. Eigentlich schon. Ja. So. Gibt's doch nie. Das ist, hier ist aber auch nirgendwo was. Sondern hier irgendwie. Nö. Wenn wir es vielleicht von außen sehen? Nein. Hm, nö. Außen sich oh nix. Sehr komisch. Hm. Oder dauert das wirklich so lange?
kann ja, aber so lange? Das ist schon echt extrem lang, ne? Ja, eben, weil wir... Oder durch die Wellen. Weil das so starke Wellen sind, dass es da irgendwie... Nee. ...was reinläuft. Ist das wegen dem Regen vielleicht? Ja, irgendwie. Weil wir schrubben ja hier schon die ganze Zeit. Ja, eben. Es ist ja auch nicht viel. Nee, eben. Na gut, da wird das eine Folge, wo wir nur Wasser schippen. Ja, wir können doch mal weiterfahren und gucken, ob es überhaupt steigt.